Für den Wiederaufbau der Eifelstrecke nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 war der 13. April 2023 ein Datum von großer Bedeutung. An diesem regnerischen Tag fand nach umfangreichen Instandsetzungsarbeiten die offizielle Inbetriebnahme des Streckenabschnittes von Kilburg bis Gerolstein statt. Am Mittag trafen die geladenen Gäste am Bahnhof Kilburg ein. Darunter waren Evelyn Paller, die Vorständin Regionalverkehr der Deutschen Bahn AG, Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, und Achim Hallerbach, der Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz, sowie viele weitere politische Mandatsträger. Zahlreiche Journalisten hatten sich akkreditiert und verfolgten die Veranstaltung zur Berichterstattung in ihren Medien. Gegen 13 Uhr fand die gemeinsame Fahrt mit dem Sonderzug von Kilburg bis nach Gerolstein statt, wo die Traktion gegen 13.25 Uhr auf Gleis 3 eintraf. In Gerolstein fand dann auch die offizielle Begrüßung mit den Ansprachen der Verantwortlichen statt. Warum wir heute hier zusammengekommen sind, denn wir nehmen einen weiteren Teilabschnitt der Eifelstrecke wieder in Betrieb, und zwar von Gerolstein nach Kilburg. Wir sind die Strecke gerade gefahren. Es funktioniert, wie wir gerade festgestellt haben. Und ab nächsten Montag fahren da auch wieder ganz normale Pendelzüge von Gerolstein Richtung Süden. Und ich denke, das ist ein großer Schritt für die Menschen hier in der Region. Schon im vergangenen Jahr hatten wir zwei weitere Teilstrecken der Eifelstrecke in Betrieb genommen, und zwar von Tübingen nach auch an der Kühl und weiter nach Trier, Erang. Jetzt gibt es natürlich noch einen Lückenschluss Richtung Norden, bis nach Nettersheim, bis nach Kall. Aber auch da kann ich Ihnen versichern, dass wir als Bahn daran arbeiten, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten und dass wir diesen Teilabschnitt jedenfalls nach Nettersheim auch in diesem Jahr noch in Betrieb nehmen wollen. Die allermeisten, Frau Paller, waren, oder viele von den Menschen, die heute anwesend sind, können sich gut erinnern an den Termin hier in Gerolstein. Unmittelbar nach der Flut, wenige Wochen nach der Flut. Und wir haben auch diese Züge in Erinnerung, die völlig zerstört waren. Wir haben diesen Bahnhof in Erinnerung, mit dieser ganzen Zerstörung, selbstverständlich auch die Strecke. Und damals haben wir uns sehr, sehr viel gemeinsam vorgenommen. Und es ist sehr, sehr viel passiert. Man kann und darf wirklich sagen, Gott sei Dank, mit Hilfe aller, die heute hier schon genannt worden sind, ist es gelungen, dass die Versprechen eingehalten worden sind und wir Schritt für Schritt die Teilstrecken eröffnen können. Und heute, glaube ich, ist es eine ganz besondere Teilstrecke, dass jetzt der Zug von Trier nach Gerolstein und umgekehrt wieder durchgängig läuft. Das ist ein ganz besonderes Highlight und es stellt ganz viel Normalität für die Menschen wieder her, die verbunden sind in diesen Räumen, natürlich über ihre Lebensräume, über die Arbeitsplätze, aber natürlich auch der Tourismus, der hier eine ganz große Rolle spielt. Dafür ist es eine bedeutende Strecke. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir heute sagen dürfen, das ist geschafft und die weiteren Schritte werden weiterhin folgen. Besonders erfreulich ist es ja auch, die Frau Paller hat es ja dargestellt, dass wir heute den ersten Zug wieder im Einsatz haben, den ersten wieder hergestellten Zug, und da sind ja noch einige Züge in der Werkstatt, wie wir gehört haben, und das ist ja auch ein Kraftakt. Das muss auch alles gestemmt werden, und insofern sind wir da natürlich auch guter Dinge, dass das in einem entsprechend angemessenen Zeitrahmen auch hier wieder auf der Strecke umgesetzt werden kann. Auch die Betriebe brauchen diese Bahn, ja, wollen ihre Güter transportieren, um nochmal bei Gerolsteiner zu bleiben. Die wollen auch mehr auf die Schiene bringen und da wollen sie auch hier verladen und nicht erst in Köln-Eiffeltor. Und ich denke, da arbeiten wir alle mit gemeinsam dran. Und weil es eben so wichtig ist, war es eben auch so schlimm für uns, dass diese Bahnstrecke zerstört war. Und deswegen sind wir einfach auch froh, dass wir jetzt diesen Teilabschnitt wieder haben und freuen uns, wenn es dann noch weitergeht. Und so werden dann ab Montag, 17. April 2023, die Züge von Trier über Kilburg hinaus bis nach Gerolstein fahren. Die Reisenden können diese Verbindung dann stündlich in beide Richtungen in Anspruch nehmen.